Da seid ihr ja wieder. Ja. Wir waren immer noch dabei, die Kantine der Unterstadt zu erkunden. Hier, wie heißt sie denn nochmal? Javias Kantine. Und haben die merkwürdigsten Gesellen schon getroffen. Ihr habt doch das große Swoop-Rennen gewonnen, oder? Das war das beste Rennen, das ich je gesehen habe. Ich verstehe nicht, warum Brezhik die Prämie nicht ausbezahlt hat. Tja, er hat die Quittung dafür bekommen. Das kann man wohl sagen. Ich glaube, der atmet jetzt nicht mehr. Da ist Holden. Ich glaube, der hat ein Kopfgeld. Also, der hat auch noch was mit einem Kopfgeld zu tun. Aber weißt du, bevor wir mit ihm sprechen, suchen wir vielleicht erstmal das Mädchen, das ihn angegriffen hat. Candelus sprechen nützt noch nichts. Der hat uns ja gesagt, er will uns erst wiedersehen, wenn wir, wenn wir haben, was wir holen sollten. Hier sind noch zwei Genossen. Mal gucken, was die so machen. Seid mir gegrüßt, Fremder. Ich heiße Gelgut. Spielt ihr zufällig Pazar? Es ist schwierig für mich, Herausforderer zu finden, wo man mir doch das Spielen in der Kantina in der Oberstadt verboten hat. Warum verboten? Ein simples Missverständnis. Manch andere Pazak-Spieler verstehen einfach die Subtilitäten des Spiels nicht. Bin ich etwa schuld, dass ich 15 Spiele in Serie gewonnen habe? Das heißt doch nicht, dass ich betrüge. Es gibt einfach keine Gerechtigkeit. Meine Glücks-Pazak-Karten wurden beschlagnahmt und man hat mich aus der Kantina in der Oberstadt geschmissen. Seitdem suche ich verzweifelt nach Leuten, die mit mir spielen. Fragen? Wenn ihr Fragen habt, geht zu Zax im Kopfgeldbüro. Er weiß alles, was auf Taris vor sich geht. Ich bin nur hier, um Pazak zu spielen. Wollt ihr spielen oder nicht? Ausnahmsweise mache ich's mal. Ausgezeichnet. Meine Geldvorräte sind schon ein wenig knapp geworden. Ich weiß, ihr wollt, dass ich die Story vorantreibe. Wir setzen mal 30. Und das will ich auch, aber... wir wollen auch Kohle verdienen. Und ich wollte mal irgendwann bei einem Pazak-Spiel gewinnen, damit ihr seht, dass ich da nicht nur verliere. So, einmal gerade 20. Ja, ob das die beste Idee ist, das mit einem Betrüger zu spielen, das ist natürlich auch eine Frage, ne? Kommen wir auf 18, das ist nicht so toll. Wir riskieren noch einen. Gut, so klappt es. Guck mal, 20, hey. Also ich mag Pazak eigentlich, ne? Ich finde, das ist ein ganz entspannendes Minispiel für zwischendurch. Oh oh. Das schaffen wir nicht. Wie doof. Okay, aber das muss noch nichts heißen. 18. Boah, sollen wir das einfach mal halten? Ich glaube, wir halten es einfach mal. Ist ja gar nicht so schlecht. Ah, jetzt hat er unentschieden erwirkt, okay. Das ist ja wieder auf 18, wir haben 17 plus 4 sind leider 21, das können wir nicht machen. Wir müssen es mal riskieren, noch eine Karte zu holen. Nein, wir kommen nicht unter 21, Mist. Es ist noch Hoffnung. Die besteht noch. Oh. Oh, 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 oh. Ihr habt bei unserem Spiel gut gespielt, aber das Glück war einfach nicht auf eurer Seite. Wollt ihr nochmal spielen?
Ich bin mir sicher, ihr schlagt euch diesmal besser. Ich glaube nicht. Ich denke nämlich, ihr betrügt. Wie könnt ihr es wagen, mir vorzuwerfen, ich würde betrügen? Es ist ja nicht meine Schuld, wenn ihr verliert. Ich bin einfach ein guter Spieler mit starken Karten. Vielleicht müsst ihr mehr üben. Oder vielleicht braucht ihr bessere Karten. Sprecht doch mal mit Uriah. Er kann euch Karten verkaufen, mit denen ihr vielleicht mehr Glück habt. Außer natürlich, ihr wollt es gleich nochmal versuchen. Nie im Leben. Wenn ihr je eine Partie Parsak spielen wollt und von der ganzen Angeberei in der Kantine in der Oberstadt genug habt, kommt doch einfach hier zu mir. Ich spiele jederzeit mit euch. Ja, ich bin vielleicht ein toller Let's Player. Ich sag hier, wir müssen Geld holen und sparen und so, und dann verspiele ich das einfach. Hallo, hier ist es ein bisschen ruhig geworden. Es kommen nicht mehr viele Leute her, um mit mir zu plaudern. Den meisten gefällt es in dieser modischen Kantine in der Oberstadt besser. Doch da oben hat niemand die Parsak-Karten, die ich verkaufe. Seid ihr vielleicht daran interessiert, ein paar besondere Parsak-Karten kaufen, um euren Kartenstapel zu verbessern? Wovon redet ihr? Was ist Parsak? Wo ist die Toilette? Wie ziehe ich meine Hose aus? Ich spreche von Parsak. Ihr wisst schon, das Glücksspiel mit den hohen Einsätzen. Jeder Spieler spielt mit seinen eigenen Parsak-Karten. Und je besser eure Karten sind, desto höher sind eure Gewinnchancen. Ich heiße Uriah. Jeder, der nach einem besonderen Karten sucht, weiß, dass er bei mir richtig aufgehoben ist. Und die Preise sind auch ganz vernünftig. Was sagt ihr? Seid ihr daran interessiert, ein paar Parsak-Karten zu kaufen, um euren Stapel zu verbessern? Na, ich gucke mir die mal an. Ich konnte meine Vorräte nicht mehr aufstocken, seitdem ich jetzt die Quarantäne ausgerufen habe. Aber ich habe immer noch eine ziemlich gute Auswahl. Ja, diese Plus-Minus-Karten sind ja natürlich eigentlich geil, aber guckt mal, was die kosten. 200, 125, 50. Nee, komm, das lassen wir. Ich will auch gar nicht so viel Parsak spielen. Das ist bestimmt auch langweilig für euch Zuschauer. Und, ich wollte es nur mal gemacht haben, um einen Dialog mehr zu haben danach oder was. Und ja, Glücksspiel ist immer so eine Sache, ne? So, Mann, oh Mann. Ja. Nimm nochmal Karf mit und geh nochmal ganz kurz die geheimen Weg besuchen. Den haben wir seit dem Rennen nicht mehr gesprochen. Ich kenne euch doch. Ihr habt das Swoop-Rennen gewonnen. Seid besser vorsichtig dort draußen. Die verdammten Vulker werden sich an euch rächen wollen, weil ihr das Rennen gewonnen und Breschik getötet habt. Na, das ist ja interessant. Mal gucken, vielleicht haben wir da drinnen noch ein paar neue Dialoge. Und vielleicht sind wir auch gut genug, um die Schlösser mittlerweile zu knacken. Das wäre ja angenehm. Sprechen wir erstmal ein bisschen. Hey, ich kenne euch doch. Ihr habt das große Swoop-Rennen gewonnen. Seid besser draußen. Achso, das ist dasselbe, was uns die Türsteherin auch schon gesagt hat. Hey, Zaedra, wo ist denn Geddon? Im Namen Geddons möchte ich euch den Dank aller geheimen Weg aussprechen. Ihr seid in dem Swoop-Rennen wie ein echter Champion gefahren. Es tut mir leid, dass Geddon euch nicht persönlich danken kann. Aber er hat sich in seine Privaträume zurückgezogen. Ich denke, er trauert über Breschiks Tod. Aber Breschik hat ihn doch verraten. Aber Geddon hat wohl dennoch gehofft, man könnte Breschik irgendwie klarmachen, dass er sich falsch entschieden hat. Trotz allem, was geschehen ist, hätte ihm Geddon vermutlich verziehen. Breschik hat die Gebräuche und Traditionen von Taris mit Füßen getreten. Er hat sich selbst entehrt, indem er nicht bereit war, zu seiner Wette zu stehen. Er hat bekommen, was er verdient hat. Auch wenn Geddon sich dessen erst bewusst werden muss. Geddon klingt wie jemand, den ihr hier unten gut gebrauchen könntet. Zumindest meiner Meinung nach. Doch Geddon schwebt noch immer in Gefahr. Die verbleibenden Vulker wollen ihn tot sehen. Er stellt nun ihr oberstes Ziel dar, ebenso wie ihr. Ihr solltet auf den Straßen vorsichtig sein. Ja, Karf, die Stimme aus dem Off. Nun gut, so viel dazu. Bereit. Ja, schon, aber... Mist, wir können jetzt nicht wechseln. Na gut, wir versuchen mal, die Schlösser zu öffnen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir raus und müssen unsere kleine Twi'lek-Freundin holen. Ich vermeide, was ich kann.
So, nur zur Sicherheit. Boah, Bastila. Kein Problem! Nicht geklappt. Verdammt. Also, wir kommen nochmal mit Mission hier rein. Und dann probieren wir mal mit ihr die Schlösser zu knacken. Weil vielleicht kriegen wir hier... Natürlich. Vielleicht kriegen wir hier ja noch ein paar Credits zusammen. Oh, Leute. Jetzt kommt doch mal ran hier. Wo steckt ihr denn? Kaf. Brauchst du eine Extra-Einladung? Also. Mit Mission. Hm? Gehen wir dann nochmal rein. Die ist ja unsere Expertin, was Schlösserknacken anbetrifft. Niemand kennt diese Mission. Hab euch. Mist. Das muss noch nichts heißen. Wir können sie nämlich noch aufleveln und können die Fähigkeit hier nochmal steigern. Guckt mal. Sicherheit. 7, 8, 9. Das wird ziehen. Tarnung können wir nochmal hochmachen. Bewusstsein auch. Oder vielleicht lieber Sprengstoff. Annehmen. Verbessertes Glück des Gauners kommt noch dazu. So. Jetzt aber. Mist. Das gibt's doch nicht. Mist. Also wirklich Mist. Was mit den anderen Türen? Die da hinten vielleicht? Ümts. Niemand kennt die. Hab euch. Mist. Also. Hey, ich kenne euch. Ihr habt doch das große Zugrennen gewonnen. Das war das beste Swoop-Rennen, das ich seit Jahren gesehen habe. Ich kann kaum glauben, dass das euer erstes Rennen war. Ihr seid wirklich ein Naturtalent. Naja, wir hatten ja einen illegalen Prototyp. Ja, das haben wir schon gehört. Das haben wir auch schon gehört. Ja? Das Ja habe ich auch schon mal gehört. Was ist denn da hinten? War hier noch was? Ah ja, da hinten ist noch eine. Komm, hier ist auch gerade keiner. Aber wer weiß, was dahinter Niemand ist. Niemand kennt diese Mission. Hab euch. Mist. Ach, Menno. Eine Tür haben wir noch, die können wir versuchen. Niemand kennt diese Mission. Hab euch. Mist. Ne, es ist leider hoffnungslos. Tut mir leid. Ich dachte, vielleicht können wir uns hier noch bereichern. Aber das war wohl Fehlalarm. In dem Fall... Wartet mal. Wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Ich habe da eine Idee. Wir können mal... Ach, Schnellreise geht hier drin auch nicht. Na gut, dann kommt erstmal raus, Mädels. Dann machen wir jetzt mal eine Schnellreise. Denn ich bin der Meinung... Oder... Nee. Wir machen jetzt erstmal ein Folgenpäuschen und danach gucken wir, wie wir weitermachen. Wir jagen jetzt auf jeden Fall ein paar Kopfgelder und gucken auf jeden Fall, was hinter den Sachen steht und ja, hoffen, dass wir dann Credits zusammenkriegen. Wir haben ein paar verloren in dieser Runde, dummerweise haben wir die verspielt, aber naja, kann man nichts machen. Bis zur nächsten Folge, euer Ben Stormrider, macht's gut!